Keks! Hallo, hier ist wieder Juschel bei Mach's dir selbst. Draußen ist es noch so elendig dunkel, ne? Die Tage sind immer noch nicht länger geworden. Was brauchen wir also? Eine schicke Lampe. Kann ja auch sein, dass ihr auf irgendeine Geburtstagsparty müsst und mal eben ganz schnell ein kreatives, individuelles Geschenk braucht. Das machen wir jetzt. Ich habe bei mir auch massenweise solche Lampen hängen. Ich finde die nämlich richtig geil. Guckt euch das mal an. So, dafür braucht man auch nicht viele Sachen. Einfach nur einen Styroporring, am besten 30 cm Durchmesser. Dann braucht man Styroporkleber und zwei Fadenvorhänge, idealerweise zwei unterschiedliche Farben, dann sieht das ein bisschen geiler aus. Eine Bohrmaschine, um hinterher Löcher reinzubohren, und eine Lampe. Entweder hängt die schon bei euch an der Decke, wenn ihr es verschenken wollt, müsst ihr auch noch eine Fassung kaufen. Und das war's schon. Los geht's. Als erstes nehmen wir den Styroporkreis und dann einfach hier zwei Löcher reinbohren. Das kann man auch ohne Bohrmaschine machen, mit irgendeinem Stift durchkloppen oder so. Bohrmaschine geht aber am schnellsten. So. Und auf der gegenüberliegenden Seite. Und dann kann man das so schon einfach direkt in der Decke festschrauben. Wichtig ist, dass ihr da noch eine Unterlegscheibe drunter macht, weil Styropor ist jetzt ja nicht so ein richtig hartes Material. Das ist besser, dann geht das nicht direkt kaputt. Jetzt den Kleber auftragen, und zwar auf die Fadenvorhänge. Die kann man sich auch auf die entsprechende Länge zurechtschneiden, wie man das haben möchte. Ich lasse jetzt erstmal komplett auf 2,50 Meter Länge. Und jetzt muss man die Fläche hier gut einkleben. Und man muss auch was an den Styroporkreis außen dran machen. Auf beiden Seiten und dann 10 Minuten trocken lassen. So, also mit dem Kleber nicht sparen, ne? Das ist ganz wichtig, sonst rutscht das ja hinterher alles wieder runter. Allerdings stinkt das wie die Hölle, ne? Das macht richtig high. Also wenn ihr ein paar mehr Lampen baut, ne? Schön aufpassen, dass ihr nicht umfallt. Das soll ja außen rum und innen rum. Deswegen außen auch schon mal hier am Styroporkreis. Und wenn man die 10 Minuten schön abgewartet hat, muss man einmal nur kurz zack drücken und dann hält die Geschichte. Hinlegen. Und jetzt warten. Die 10 Minuten sind endlich rum. Schön. So, wir machen jetzt die Fadenvorhänge da dran. Und zwar erstmal den äußeren ansetzen und dann einfach so rüberfahren. Und dabei muss man möglichst doll andrücken. Und dann hält das sofort. Und am Schluss den doppelten Stoff einfach übereinander. Ta-ta-ta-ta! Wenn man nur einen Fadenvorhang hat, dann könnte man jetzt auch schon Schluss machen. Dann ist das jetzt quasi schon die einfache Version. Wir machen aber jetzt noch den inneren Fadenvorhang dran. Jetzt hier so mit dem Anfang unten durch. Und hier andrücken. Den doppelten Stoff einfach wieder innen hier festmachen. Einfach wieder auf den anderen Stoff draufkleben. Drrr, fertig. So, nächster Schritt ist natürlich Licht rein. Damit man sieht, wie das aussieht. Prakti, mach mal Licht aus, bitte. So, der nächste Schritt wäre jetzt, das Ding natürlich an der Decke aufzuhängen. Hier hängt jetzt von der Decke, ne? Kann man sich ja super vorstellen. Theoretisch sieht das so aus. Zack. Und dann die Lampe einfach so da drüber stülpen. Und dann haben wir vorhin zwei Löcher reingebohrt. Unterlegscheibe zuerst und dann so einfach oben in die Dübel reinschrauben. Kinderleicht. Das kann man doch jetzt mal richtig geil nachmachen, oder? Das solltet ihr auch unbedingt tun. Und wenn euch das gefallen hat, dann müsst ihr das teilen, twittern, hier weiterleiten, kommentieren. Abonnieren und meine Kollegen angucken gerne. Bei Alex erfahrt ihr, was man mit einer Gemüsekiste machen kann. Und Vio zeigt euch alles rund ums Thema Medien. Was soll da denn wohl sein?